Leute, und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Conquest. Yay, wir sind wieder zurück. Im letzten Part haben wir Vyperia erobert. Nach dem zweiten Versuch. Und jetzt in den folgenden Parts werden wir ein bisschen trainieren. Yeah. Und da ja, wie gesagt, wir das mit den ganzen Angriffen und so ja nicht so wirklich kennen und ich dann keine Lust habe, dann mittendrin im Part dann so, oh ach ja, wir wurden angegriffen. Im nächsten Part dann plötzlich so, oh ach ja, wir wurden angegriffen. Ja. Wollen wir euch hier natürlich alles zeigen. Die ungeschönte Wahrheit. Und ich muss mal ein paar Leute nach hinten schicken. Mach das. Den da muss ich auf jeden Fall trainieren. Weil ich brauche ja ein paar, wie heißen nochmal die Viecher? Kampf-Pokémon. Ja. Ja. Dann hol dir ein paar. Anfangen. Ich könnte auch ein paar Elektro-Pokémon für Avivavara brauchen. Deswegen ich auch meine Violite-Tüste, die ich so sehr mag, mal trainieren muss. Dann mach das. Ob ich die denn platziert, da hab ich die platziert. Avivavara. Ich hab keine Ahnung, was das da ist. Achso. Deswegen tue ich gerade so, als wüsste ich, wie du hast. Noch. Avia, das hab ich ja. Hier, mit dem coolen Typen, der mich irgendwie an irgendwen erinnert. Ja. Komm nicht drauf an wen. Ich auch nicht. Ist aber auch egal. Es ist eindeutig nicht Gin. Das war's. Tja. Habe ich schon erwähnt, dass Gintama ein sehr toller Anime ist? Ja, oft genug. Auch in diesem Let's Play? Ja. Sicher? Meine. Okay. Gin, du hast immer erwähnt, glaube ich, erwähnt, dass Gin Angst vor Geistern hat. Ja, stimmt. Okay, let's get going. Wir trainieren mich mal ein bisschen. Und deswegen reden wir über dein Lieblingsthema. N? Ja. Cool. Wir reden über Natural Harmonia, weil wir ein bisschen Zeit, dass wir ein bisschen reden können. Dafür sind Let's Plays ja da, dass wir irgendwie Scheiß reden. Ja. Mögt ihr N? Schreibt's in die Comments. Ja, nein, vielleicht. Also ich mag ihn eindeutig. Wollt ihr, dass Anne in eine Grube fällt und dort nie wieder rauskommt? Nein. Hey, wenn wir Glück haben, wird er nie wieder auftauchen. Was? Wieso? Überleg mal, wie viele Charaktere sind bitte schon aus alten Spielen wieder aufgetaucht? Aber Anne ist so toll und beliebt. Okay. Er ist nicht mal ein Arena-Leiter. Das heißt, selbst wenn es wieder sowas in Richtung Pokémon World Tournament gibt, ne? Ja. Der wäre ja so schon nicht im Pokémon World Tournament dabei, dann wird er wahrscheinlich auch nicht wieder dabei sein. Ist er ja König von Frankreich. Glaube ich nicht. Ich glaube, mit der End-Story sind sie vorbei. Die ist zu Ende. Wie sieht's hier eigentlich mit dem Pokémon-Binden aus? Ach, ist ja auch egal. Im neuen Pokémon-Teil gibt's wieder neue süße Typen. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Nimm mir einen. Nein, ich hab Mauzi nicht erledigt gekriegt. Der vierte Freund von der Tussido? Den ich nie sehen werde. Ja, von mir aus. Weil es gibt ja jetzt einen Freund, den man kriegt, der sich vom Geschlecht abhängig macht. Ja, also potenzieller Lover. Ja. So wie bei... Bereiten wir uns schon auf Mellies. Der Typ X, ihr Charakterbilder vor. Leck mich. Wie hier bei Pokémon Schwarz und Weiß 2 mit Markus und der andere Tussi. Ja. Oder Mathis. Und Rosa. Ja. Ja. Die nebenbei jetzt auch endlich in Pokémon Adventure Mangas ihren Counterpart gekriegt hat. Yeah, ja, und sie ist keine alternative Version von White. Yeah, yeah, yeah. Aber ich mag sie. Ich bin total jetzt glücklich darüber. Ich hab's, glaube ich, mal in einem anderen. Ich glaube, in Pokémon Weiß 2 habe ich schon mal erwähnt, dass ich White nicht mag. Ja, jetzt mag er sie wieder, weil sie total ängstlich auf N reagiert. Ja, und danach mag sie dann doch und dann mag ich sie wieder nicht mehr. Ein
Ja, so wird es ablaufen. Ein Teufelskreis. Ach, NSM halt toll. Nein. Den kann ich nicht hassen. Doch. Du hast ihn nur, weil du ein Kerl bist. Nein. Ich hasse ihn, weil er ein scheiß Charakter ist, den sowieso keiner mag. Was ist ein scheiß Charakter? Was hat er denn bitteschön Großartiges gemacht? Er hat die Pokéwelt gerettet. Nein, das war mein Hauptcharakter. Er hat sehr viel dabei geholfen. Nein. Er hat gar nichts gemacht. Doch. Er rennt die ganze Zeit rum, kämpft gegen mich. Du bist doch bloß wütend, weil er dir dein Pokémon geklaut hat. Kämpft gegen mich? Du klaut mir noch mein Pokémon. Danke, ja, du bist nur wütend, weil er dein Pokémon geklaut hat. Nein, bin ich nicht. Doch. Ich bin darüber hinweg, dass er mir mein Pokémon geklaut hat. Nein, bist du nicht. Nein, bist du nicht. Ganz ehrlich, er rennt dort die ganze Zeit herum. Heult dann immer bloß rum. Die armen Pokémon. Ach ja, armen Pokémon. Ich bin ja so emotional. So ist er überhaupt nicht. Und dann am Ende nimmt er sich einfach das C-Korn und bekämpft mich damit. Na und? Und dann haut er mit dem scheiß Seagrom ab. Und er lässt mich auch noch ganz alleine gegen Gezis kämpfen. Ach ja, wer es nicht bemerkt hat. Viele, viele Spoiler von Black and White. Ja. N ist einfach... Ist er nicht. Du bist bloß wütend, weil er dir dein Pokémon geklaut hat. Nein, bin ich nicht. Ich bin darüber hinweg, dass er mir C-Com geklaut hat. Es hat ja bloß 2 Jahre und einen neuen Charakter gedauert, das hat er es mir wiedergegeben. Und selbst dort taucht er auf, kann gegen Gezis nicht gewinnen. Und wer muss da wieder den Tag retten? Ey, du spoilerst mich! Was? Okay, sie ist irgendwie nicht da und hat sich irgendwie aufgeregt. Keine Ahnung. Du hast mich gespoilert, Herrgott nochmal. Ach so, sorry. Hör mir doch mal zu. Ich hab's nicht richtig verstanden. Ja, Moment, das hast du doch gesehen. Du warst dabei, als ich den Part aufgenommen habe, wo er aufgetaucht ist. Ja, aber nicht, dass er da nicht gegen den Typen ankommt und so. Der hat ja nicht mal wirklich gegen ihn gekämpft. Ja, siehst du? Die Bitch hat es mich machen lassen. Hör auf, mich zu spoilern. Schatz, Spoiler, am Ende kriegt man den Nationaldex. Spoiler, man kann Latias und Latios fangen. Das ist echt? Ja. Du kannst, glaube ich, Latias fangen, wenn ich mich recht entsinne. Nö. Oder was, Latios? Der hat echt keine Chance gegen mich, weil das WhatsApp kann ja bloß über ein Feld angreifen. Ja. Deswegen haben wir das WhatsApp hier schön ins Türkendreieck genommen und erledigt. Oh, I've never thought I'd be defeated, I must say. Ja, aber wir konnten ihn sowieso nicht rekrutieren, aber der war sowieso kacke. Ja. Das wird noch verdammt lange dauern mit dem Training. Verdammt lang. Oh. So, wer muss noch trainiert werden? Hier, Cracksburg könnte man nochmal ein bisschen. Aber Cracksburg sind Gesteins-Pokémon, deswegen eigentlich das Elektro-Pokémon da total dumm ist. Nein, nicht marschieren. Ich wollte einfach mal gucken, wer kämpft denn da so. Wir haben immer noch den einen Typen, den ich spielen kann. Aber ja, ja. Wir könnten auch einfach gegen dieses eine Rehorn. Oder in dem Park mit den Typen da. Ja, da kann ich schon eher was mit anfangen, auch wenn das ein Protomorph total gefährlich für meinen Luxio wird. Genau wie das Cluster gefährlich dafür wird. Haha. Ha. Dann nehmen wir aber mal das Sichlor, was ich mal vor einigen Parks gefangen habe, mit. Ja, und der Typ ist auch mitkommen.
Und ich will das Text so, weil ich endlich einen Glurak haben will. Schatz, guck nach, dann wird das Glurak hier weiter. Moment, sein Glutexo oder ich hatte noch eine andere? Oder ihr Glutexo? Sie ist süßer. Ah? Sie ist süßer. Moment, nee. Ich will erst gucken. Glutexo? Ja, Glutexo. Ja, Moment. Sie hat 70% mit Glutexo. Und wie viel hat er? Aber wenn er dann besser ist, dann wird es ja eher lohnen bei ihm, ne? Ja. Er hat auch 70%. Der ist total kacke mit seinem Onix. Den muss ich echt ein neues Pokémon fangen. Nee, dann nehme ich lieber sie. No. Und ich glaube, den Plinfa-Typen nehme ich auch. Den Plip-Plup-Typen nehme ich auch mit. Mach mal. Ich habe immer noch keine Ahnung. Ich vergesse. Also, ihr merkt ja, ich vergesse jedes Mal, wie die Weiterentwicklung als Plip-Plip drin oder sowas, ne? Ja. Ja, irgendwie sowas. Ja! Ja, ich war heiß! Ja! Yeah. Ja, das kennen wir schon. We shall succeed, whoever our enemies may be. Aufhalten und dann schon mit dem Pokémon. So, wir stehen da alle so schön in einer Reihe. Okay, die Ziele. Ich könnte krass da angreifen. Mit Sichtung komme ich nicht an Trassler ran, das ist doof. So, ich guck grad. Ich bleib einfach mit dir hier Trassler an. Aber ich warte, ich will einen Rotomur. Warum? Weil Rotomur für cool sind. Lucario. Okay, folgende Pokémon sollte von anderen Pokémon fernhalten. Ich suche und suche. Floing. Postage. Floing, das. Wie dort? Da, Glurak. Texo. Also, Glutexo plus 83 Angriff. Okay. Nee, das ist sehr effektiv. Nein. Gut, dann ist nämlich jetzt gleich eine sehr effektive Attacke gegen dich. Gegen mich? Oh nein, er setzt dich ein. Schatz. Ja, gegen dich. Nein, nicht gegen dich. Okay. Oh ja, das ist natürlich jetzt das Problem. Das habe ich jetzt komplett nicht gedacht. Ah, scheiße. Ach du Scheiße, One-Hit! Ja. Oh, Moment, mir fällt gerade was ein. Das ist ja ein halbes Stahl-Pokémon, ne? So. Floink, rette den Tag. Toll, Floink macht keinen Schaden. Floink ist halt kacke. Ja, echt? Habe ich erwähnt, dass kacke ist, Floink? Wann entwickelt sich ein Floink? Bei 41 Angriff. Da würde ich noch Primplup mit Schaden, aber wenn ich... Schatz. Nein, hier. Ich überlege gerade. Ja, Schatz. Da treffe ich noch. Und ja, da mache ich es platt. Schatz. Ja, okay, 81, ja. 41. 41, ja. Ist auch nicht verwunderlich, weil es ja so schnell ist. Ja, weil es ja noch eine Unterentwicklung ist. Zoroa kriegst du echt spät. Dafür muss Zoroa 90 Angriff sein. Aber du hast ja sowieso schon direkt Zoroa mit dem Typen, ne? Ja. Okay, da sowieso Luxio gleich sowieso erledigt ist, ne? Ist dir mal aufgefallen, dass die Weiterentwicklung von Gladiantri total menschlich aussieht? Ja. Schon fast wie so ein Mega Man-Charakter. Und dann Gladiantri? Ja, hier, die Weiterentwicklung heißt dann Caesurio oder so. Ach, der. Ach, ja, genau, ja. Er sieht aus wie so ein Mega Man. Honor cannot be defeated. Schatz. It must not be. Schatz. Ja. Emolga, kriegst du in Violite? Ich weiß, aber nur erstmal habe ich nach dem Spiel. Hehe. Traumfugil. Ja, das müssen wir endlich mal die Dingens finden. Lapras! Und sie wurde besiegt. Ja, egal. Mewtwo, Rishia, willkommen, Arthur. Musst du jetzt alle Pokémon vorlesen? Jetzt, die Leute wollen doch bestimmt noch irgendwie so gucken. Oh, jetzt denken sie sich so, jetzt weiß ich ja schon alle Pokémon, jetzt muss ich ja nicht mehr weiter gucken. Danke, Mann. Die haben wir doch schon alle erwähnt. Nein. Doch, die ganzen Dinge.
ganzen Legendären haben wir schon erwähnt. Nein. Doch. Nein. Die hast du erwähnt. Nein. Doch. Ich hab bloß C-Com erwähnt. Ah. So. Dann schiebt mir mal wieder alles in die Schuhe. Leck mich doch. Warum konnten wir jetzt den einen... Ach ja, genau, weil den ich hätte besiegen müssen. Verdammt. Ja. Ich liebe dich. Ups. Nein, ja, ich will ihn rekrutieren. Ja, will ich. Und ich muss ihn mal wieder wegschicken. Wir sind auch schon, glaube ich, wieder mit dem Part rum, ne? Was passiert? Oh, Floink entwickelt sich weiter. Dam, 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 Floink. Wo wir doch gerade davon gesprochen haben. Ja. Es ist jetzt ein Verkuckel. Korrekt. Oder Pick Knight. Oh, wow. What the fuck ist... Achso, weil ich jetzt gerade noch mal da reingehe. Naja, wir beenden dann mal hier den Part. Also, wie immer, abonniert unseren Kanal, drückt auf Gefällt mir, schaltet uns nächstes Mal wieder ein. Bis dann. Bye.